Gehen wir mal den Weg weiter. Also das Land hier ist wirklich sehr, sehr groß. Ich meine, okay, es wird wahrscheinlich nicht alles unser Land sein. Wir haben wahrscheinlich wirklich nur das Haus geerbt oder bekommen. Aber irgendwie hängt das sicherlich zusammen. Es muss einfach alles zusammenhängen. I could go through here. Ja, könnte ich machen. Oder da hoch. Was ist denn hier wohl? Aha. Okay. Ich will jetzt aber erstmal gucken, was hier oben noch ist. Komm ich jetzt den Weg weiter? Hm. Okay, das scheint der normale Weg zu sein. Wir gehen mal zurück und gucken, was er da entdeckt hat, wo wir da hinkommen. Wo er gesagt hat, I could go through here. Also ich könnte hier durchgehen. Muss ich jetzt nur wiederfinden. Okay, wir kommen hier unten irgendwo her. Da kommen wir zum Zelt. Muss ich das verstehen? Wir kommen auf jeden Fall auch da hoch. Ist das wohl eine Abkürzung? How long has this poor guy been hanging here? Oh. Strange that no one came looking for him. Must have fallen off that poor guy. The backpack is hanging loosely. I think I could knock it off with a stone. Ah! Ach! Ah, alles klar! Okay. Bisschen höher. Bisschen höher. Alles klar. Ach, der Typ ist da hochgeklettert. Das ist der Wanderer gewesen. Okay. Vielleicht ein Easter Egg. Oh, das wird spannend. Das könnte spannend werden. Ein Seil, ein Kletterseil, sehr robust. Das könnte sich jetzt nicht so erweisen. Neuer Gegenstand im Inventar. Hm. Ein Kletterseil, okay. Wofür brauchen wir das Kletterseil wohl? Kletterseil. Vielleicht müssen wir doch oben irgendwo klettern. Oder haben wir hier noch eine Möglichkeit, irgendwo hoch zu klettern? Sieht man den Typen noch? Den sieht man noch von hier. Wie geil. Okay. Mal sehen, ob wir hier, wenn wir den Weg weitergehen, ob wir vielleicht das Seil irgendwo brauchen. Vielleicht um auf dieses Dach zu kommen oder so. That mine shaft looks deep. If I had something that would enable me to climb down it, maybe it'd lead to the inn. Tja. Vielleicht führt es zu Inn. Wenn wir doch nur irgendwas hätten, um da runter zu klettern. Okay, hoch kommen wir nicht, aber wir haben ja was, um da runter zu klettern. Die Frage ist, warum gehen wir nicht einfach hier weiter? Können wir das? Na, wir müssen da runterklettern. Okay. Sieht stabil aus, oder? Bestimmt. Nachdem der Typ, der so kopfüber an dem Felsen hing, haben wir hoffentlich mehr Glück mit dem Seil. Aber warum immer die Minen? Warum müssen wir jetzt immer durch die Minen und sowas? Das ist nämlich immer ein Outlast 2. Huh.
Platsch. Tja, das Problem ist, wenn das hier jetzt nicht der Weg zum Inn ist, oh, dann kommen wir nicht mehr zurück. Ich hoffe, das wusste der Junge, als er hier reingeklettert ist. So. Und das alles ohne Taschenlampe. Erstaunlich, wie hell diese Höhlen sind ohne Beleuchtung. Okay, da müssen wir hoch. Ich kann schon die frische Luft riechen. Oh. Mit etwas mehr Elan, Schaui. Ich weiß, es ist spät. Aber versuch's mal. Au! Oh, okay. Wir müssten springen. Wäre vielleicht nicht schlecht, hä? Bevor wir uns hier ein Bein brechen. Juhu! Durchsuche die Ruinen des Gasthofs. Ach, die Ruinen, der ist niedergebrannt. Das sieht aus wie Ruinen eines großen Gebäudes. Was könnte hier passieren? Okay, was könnte bei so Ruinen nur passiert sein? Vermutlich ist es niedergebrannt. Ist aber nur eine Theorie. Der Baum steht hier mitten im Weg. Ich überlege gerade, ob wir hier wieder zurückkommen können. Hier ist alles zu. Okay. Ich wollte nur mal gucken, was hier so ist. Ihr wisst ja, ich gucke mich immer sehr gut um. Schauen wir mal in diesem Gebäude nach. Ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn wir da tatsächlich irgendwie eine Tagebuchseite finden würden oder so. What the hell is he up to? Ah. Der hängt also hier rum. Wie kommen wir denn hier rein? Kommen wir da irgendwie rein? Ich suche die Ruinen des Gasthofs. Vielleicht kommen wir hinten rum irgendwie rein. Von hinten. Ich guck mal, ob wir einen anderen Weg finden. Ich hänge schon wieder am Zaun. Besser am Zaun als überm Zaun, ne? Ah ja. Hier ist mal alles sowas von niedergebrannt. Wahrscheinlich ist er jetzt eh weg. Oh, da hinten ist er. Was hat er da oben gemacht? Where did he go? Who is he? What did he hide here? I need to turn that safe around somehow if I want to reach it. I can't move it with my bare hands. Okay. Wir müssen also etwas finden, um den Tresor zu bewegen. Durchsuche die Ruinen des Gasthofs. Immer noch. Immer noch. Also, wir müssen irgendwas hier finden, um den Tresor vielleicht darunter zu kriegen. Huch, es hängt. Es ist abgestürzt. Okay, mit etwas Glück läuft es jetzt wieder. Ich habe schon gesehen, da hinten ist wieder eine weiße Latte, die uns den Weg führt. Er ist übrigens hier rausgekommen, habe ich gesehen. Was überhaupt gar keinen Sinn ergibt, weil er war ja gerade beim Tresor. Aber wir gehen ihm mal nach. Sofern das irgendwie möglich ist. Ist ja ein fucking Labyrinth hier. Oh. Der Felsen sieht ja interessant aus. Wie ein Kopf von einem Eisriesen. Ihr wisst, was ich meine. Gut, wir müssen uns unseren Weg hier durchbahnen. Ist wieder Mausgeschubste dran, ey. Aber wo kann er hin sein? Da ist noch ein alter Kronleuchter oder so. Hier geht's nicht weiter, wie es aussieht. Charred ruins. The Soviets want all this country to look like that. Tja. Hier geht's weiter. Denn du wüsstest, dass die Sowjetunion einfach zusammengebrochen ist. Fantastisch, der Felsen. Sieht sehr schön aus. Ey, die haben es wirklich drauf mit Landschaften. Okay, hier geht's hoch. Eine kaputte Lampe. Rotieren, um versteckte Botschaft zu finden. Da haben wir doch was.
Könnte sie die Ursache für das Feuer sein, das diesen Ort verwüstet hat? Der Gedanke, dass etwas derartig Kleines so viel Schaden anrichten kann, lässt mich erschaudern. Okay. Gut, wir haben wieder die Farbmarkierung. Sehr schön. Boah, was ist denn da hinten? Das sieht ja episch aus, wie ein Steinbruch oder so. Und die Felsen, ich finde es mega geil. Es war alles nur Landschaft oder so, aber Unreal Engine, die haben es schon echt drauf. Die haben es wirklich echt drauf. Ach, das schaffen wir schon. Oh, geschafft. Oh Gott. Ja, war mal wieder Zeit für so einen richtigen Jumpscare, ne? Okay, hier geht's runter. Aha, was haben wir hier? Ein Metallstab ließ sich als Hebel verwenden. Vielleicht könnte man damit sogar etwas Schweres wie einen Tresor anheben. Nehmen wir mal mit. Neuer Gegenstand im Inventar. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie zurück. Ah ja. So kriegen wir auf jeden Fall den Tresor angehoben. Danke, dass du mir jetzt hilfst. Wow. Oh. Und jetzt auf unseren Kopf. Ja. Oh, fuck. If it fell on me, no one would ever find me here. Ja. Genau das habe ich auch gedacht. What's in this damn safe? Tja, öffne den Tresor. How do I open it? Maybe I can find something in this room. Vielleicht kann ich etwas in genau diesem Raum finden. Weglegen. Okay, öffne den Tresor. Wir müssen etwas in diesem Raum finden, was uns vielleicht einen Hinweis auf den Code gibt. Sportlich, würde ich sagen. Sehr, sehr sportlich. Hier sind wieder Latten. Okay. Vielleicht gibt es doch was Schönes hier. Ist auf jeden Fall schwierig, die Dinger immer abzubrechen. Da breche ich mir halb einen bei ab. Okay, ein alter Schreibtisch. Schade drum. Scheinen die Keller gemäuert zu sein. Ah ja. Nein, eine Tagebuchseite. Das ist ja ein dickes Ding. Okay, was liegt da? Was ist das für ein Teil? Und warum brennt die Lampe noch? So kriegen wir die Tür auf. Hier liegt noch ein Engel und noch so ein Ding. Okay, da ist der Tresor. Schauen wir mal an die Seite. Welche Nummer brauche ich? Okay, nach links drehen, nach rechts drehen, beenden. 2. Können wir jetzt Z? 2, 1. Aha. How the hell am I supposed to make anything out of it? Das ist ja interessant. Okay. Remember? Denk dran, die Antwort ist, was fehlt. Die Antwort ist, was fehlt. Oh ja, das ist wieder ein Rätsel. Das ist wieder ein Rätsel für mich, ey. Ich check mal wieder gar nichts. Was fehlt? Die Seite fehlt. Die Antwort ist, was fehlt. Die 0. Remember, the answer is not present. Okay. Die Antwort ist nicht da, heißt es auch. Also was ich jetzt sehe, es fehlt immer eine Zahl auf der Liste. Es ist eine Zahl nicht vorhanden. An der Stelle hier ist es die 5, an der Stelle ist es die 7,
An der Stelle wissen wir es nicht, weil die eine Seite rausgerissen ist. Und an der Stelle ist es die 1. Es gibt auf der ganzen Seite keine 1. Also ist der Code 751 und vielleicht noch eine Zahl. Ist jetzt meine Vermutung. Vielleicht liege ich auch komplett falsch. Das heißt, die letzte müssen wir raten. Ist aber auch nicht das Problem. Wir gucken mal. Ich habe zwischendurch mal ausprobiert hier. Aber kam auch zu keinem Erfolg. 7, 5, 1. Okay. Ist jetzt spannend. Scheinbar ist es der falsche Code. Okay, ich habe gerade nachgeguckt. Ich habe tatsächlich eine Streamerin gefunden, die schon die Lösung hatte. Und zwar Gigi Gap. Mittlerweile heißt sie Gap Smolers. Kennt ihr bestimmt, ist die Freundin von Jacksepticeye. Die ist auch schon an der Stelle. Und hey, ihr werdet es nicht glauben, aber wir haben recht. 7516. Es dauert halt nur eine Weile. Warum auch immer. Wir mussten die letzte Zahl wirklich ausprobieren, aber es dauert eine Weile. Okay. Ganze Forschung hat sich gelohnt. Wir gucken mal rein. Aha. Oh. Lass mich raten, eine Tagebuchseite. Tja. Das ist ja verrückt. The judge tried to strangle me. And he would have succeeded if it wasn't for. Kapitel 6. Der Richter hat versucht, mich zu erwürgen. Und er hätte Erfolg gehabt, wenn nicht der Mann mit dem Zylinder und der Maske gewesen wäre. Er hat Norton, den Richter, vor meinen Augen getötet, hat ihm die Kehle durchgeschnitten. Es sah aus, als versuchte er, mich zu retten. Aber weshalb? Und ich würde sagen, diesen Part machen wir beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Miträtseln, vielen Dank fürs Zuschauen bisher. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.